Ein Wochenende voller Saisonstarts steht bevor. Die Speedherren in Lake Louise starten endlich. Es geht los mit dem Biathlon, Langlauf, die Kombinierer starten, genauso wie die Skispringerinnen. Und wir jubeln über die 100. Podestplatzierung von Stefan Kraft. Das und noch mehr gibt's heute in Steilhang, dem Ski Austria Magazin auf Krone TV. Ja, und an meiner Seite begrüße ich Krone TV-Chef und Ski-Insider Max Maderlik. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Immer länger wird es her, dass ich noch Ski-Insider bin. Aber ja, das stimmt. Ich war viele Jahre im Ski-Weltcup unterwegs und auch mit den Skispringen. Wir werden auch darüber reden. Umso mehr freut es mich, dass der Stefan Kraft, der in meiner Zeit noch ein Junger war, der an den Alten sich oft die Zähne ausgebissen hat, jetzt schon seine 100. Stockholm-Platzierung hat. Also eigentlich beeindruckend. Unglaublich, mit 28 Jahren. Wir werden dann noch darauf zu sprechen kommen. Genau. Wir starten aber mit Ski Alpin, denn da geht es für die Speedherren an diesem Wochenende, genau gesagt morgen Freitag, schon los. Zwei Abfahrten und ein Super-G stehen am Programm in Kanada. Wir haben schon gesehen bei den Trainings, Max Franz hat sich ganz toll präsentiert, einmal Bestzeit, dann wirklich auch wieder ganz vorne. Aber einer, der Norweger Alexander Aamodt Kilde, nach Kreuzbandriss ist er auch wieder fit, denn der hat heute die Bestzeit, beziehungsweise gestern Abend die Bestzeit hingeknallt. Das wird spannend bei den Speedherren in dieser Saison, denke ich. Ja, vergessen wir mal die Trainings. Also, das war immer so, das ist so ein Herumraten. Ja. Training ist der von, da ist der von. Es wird sicher spannend, dass ein Max Franz jederzeit ein Rennen gewinnen kann. Haben wir davor gewusst, dass ein Kilde immer gut ist, wissen wir auch. Aber es gibt dann auch noch ganz andere, die gewinnen können. Wir wissen das bei der Abfahrt. Bei der Abfahrt ist es sehr selten der Fall, dass da plötzlich drei, vier neue da sind. Das ist bei der Abfahrt, das ist so ein schwieriger Sport. Ich möchte es fast als eigenen Sport bezeichnen, genauso wie der Super-G. Das sind ganz, ganz besondere Herausforderungen. Da sind die Fahrer dann ja auch öfters schon ältere Semester. Da plagen sich Junge oft, da ganz vorne reinzufahren, zumindest konstant vorne reinzufahren. Da ist viel Routine erforderlich und ich freue mich schon total drauf. Also Abfahrt, das ist Skifahren pur und das macht richtig Spaß. Und klopfen wir auf Holz, das war ja wenig passiert bei den Abfahrten. Das ist natürlich auch immer entscheidend. Max Franz war ja in den Trainings oft immer sehr stark in den letzten Saisonen, hat es dann oft im Rennen nicht so zeigen können. Also hoffen wir auf jeden Fall, dass es ihm diesmal vielleicht gelingt. Die Daumen sind gedrückt. Wir haben auch Cheftrainer Andreas Poelacher schon getroffen vor dem Chateau Lake Louise, wo ja die ÖSV-Stars, sagen wir mal, einquartiert sind. Und haben ihn gefragt, was er sich denn so erwartet für den Saisonstart der Speedherren. Also die Vorfreude ist sicher riesengroß. Wir haben jetzt gut trainiert in Koppa, auch im Sommer haben wir schon gut trainiert gehabt. Und jetzt sind, glaube ich, unsere Athleten bereit. Und ich hoffe schon, dass wir da ganz vorne mitfahren können. Die letzte Vorbereitung in Koppa Mountain, wie war die? Bist du da zufrieden? Ja, also wir haben ja da das erste Mal internationale Vergleiche gehabt und unsere Athleten haben da relativ gut abgeschnitten. Aber das soll nicht unbedingt alles heißen. Skitechnische haben sich die Burschen sicher gut weiterentwickelt und wie gesagt, wir freuen uns jetzt auf die ersten Rennen hier in Lake Louise. Was erwartest du da? Wer sind unsere heißesten Eisen? Ich hoffe schon, dass wir Leute auf das Podest bringen, vielleicht um den Sieg sogar mitfahren. Aber die Konkurrenz ist groß und das ist das erste Abtasten jetzt und wir werden sehen, was rauskommt. Lake Louise ist eine Strecke, die uns liegt. Wie siehst du das? Ja, wir haben ja schon gewonnen. Also wir, die Athleten haben ja schon gewonnen und muss wirklich sagen, man kommt gut vorbereitet hierher. Wie gesagt, wir wissen noch nicht ganz genau, was dann im Rennen passiert, aber ich bin überzeugt, dass wir gut fahren. Ja, die Abfahrt in Lake Louise. Das letzte Mal hat Thomas Dresen aus Deutschland gewonnen. Es war ja im letzten Jahr keine Überseerennen. Das heißt, das war dann schon 2019. Und wir müssen natürlich schauen, auch auf Matthias Mayer, denn der ist der letzte Gewinner des Super-G. War auch jetzt im Training sehr stark, hat noch ein bisschen Puffer gelassen fürs Rennen dann. Aber natürlich Matthias Mayer, Doppel-Olympiasieger. Von ihm kann man sich immer viel erwarten. Und oder? Superstar und sowieso alles Gewinner. Matthias Mayer kann auf jeder Strecke der Welt immer gewinnen. Und das habe ich vorher mit dem Training gemeint. Völlig wurscht, ob der im Training jetzt 23. oder 34. ist, der Matthias Mayer. Den muss man immer am Zettel haben. Wer den nicht am Zettel hat, kennt sich einfach schlichtweg nicht aus. Und ich erwarte mir von ihm auch heuer wieder eine tolle Saison. Weil wir über Max Franz vorher gesprochen haben, ich glaube, wenn der mal so drei, vier Rennen hintereinander konstant nach vorne fährt, dann ist der auch fürs ganze Jahr richtig gefährlich. Der hat die letzten Jahre immer wieder so ein bisschen Pech gehabt. Da waren dann gute Rennen dabei, super Teilstücke dabei. Max Franz, für mich vom Talent her auch fast gleich stark einzuschätzen.
Matthias Mayer natürlich, was der schon alles gewonnen hat, der ist natürlich ein Ausnahmesportler. Ein bisschen mache ich mir Sorgen, Vincent Griechmeier, ich mache mir nicht Sorgen, aber Platz 42 in den Trainings am Österreichs Sportler des Jahres. Ja. Vincent Griechmeier, sensationelle letzte Saison. In Cortina hat er uns allen wirklich ganz tolle Momente beschert. Jetzt hat er, glaube ich, knapp 3 Sekunden Rückstand und über Platz 42 ist er nicht in den beiden Trainings hinausgekommen, aber ich glaube, vielleicht stapelt er ein bisschen tief und will sich nicht in die Karten noch schauen lassen, oder? Ich habe das Training nicht gesehen. Wie gesagt, das ist jetzt in Amerika, man kriegt das jetzt noch nicht alles so mit bei den Trainings. Ich würde nicht sehr viel Gewicht da reinlegen, weil wir wissen nicht, hat er abgeschwungen, hat er vielleicht zu Beginn das Starttor früher ausgelöst. Da gibt es ja viele Spielereien. Vincent Griechmeier, wenn er fit ist, dann wird er heuer auch wieder viel gewinnen oder viel vorne reinfahren. Und vergessen wir auch nicht, dass eine Saison, wo das Highlight ganz am Ende kommt mit den Olympischen Winterspielen. Dann hast Kitzbühel noch davor. Das werden ganz sicher für die Speedherren die zwei Highlights werden. Und darauf arbeiten sie hin. Ja, also natürlich wollen die jetzt auch schon gut sein. Aber das wird der Formaufbau wird ganz, ganz sicher darauf ausgerichtet sein. Ja, die Herren sind ja jetzt in Lake Louise, dann ist Beaver Creek. Die Damen starten mit Riesentorlauf und Slalom in Killington. Nicht dabei sein, und das hat gestern so ein bisschen einen Paukenschlag gegeben innerhalb Österreichs. Franziska Gritsch, die Technikerin, 24 Jahre alt aus Tirol, hat gepostet, wir werden das Posting auch einblenden, dass sie nicht teilnehmen kann in den USA, weil sie nicht geimpft ist. Und das ist ja die Voraussetzung für die Einreise. Sie hat gesagt, das ist eine persönliche, sehr individuelle Entscheidung, so wie bei jedem. Hat aber natürlich das Ganze für viel Gesprächsstoff gesorgt, Kommentare in Social Networks. Und ja, was sagst du dazu? Auch im Hinblick auf Olympia, da muss man ja eigentlich schon weiterdenken. Schwieriges Thema, wissen wir eh, dass das sehr kontroversiell ist und jeder das ein bisschen anders betrachtet. Ich finde, es geht uns eigentlich gar nichts an, ob die Leute geimpft sind oder nicht. Ich habe das auch eine Frechheit gefunden, dass ein Minister glaubt, er kann sich es herausnehmen, einem Sportler auszurichten, geht auch impfen. Das geht den Herrn Minister überhaupt nichts an. Ich rede vom Dominik Thiem. Der Dominik wird seine eigenen Entscheidungen treffen und er ist einem Minister auch nichts schuldig. Ich persönlich bin geimpft. Ich sehe das sehr positiv, die Impfung an sich. Wenn die Franziska Gritsch sich anders entscheidet, ist das ihr absolut gutes Recht. Deppert ist es zurzeit halt, dass sie dann vielleicht ein paar Rennen nicht bestreiten kann. Aber das ist absolut zu respektieren und jeder Mensch soll sich selber entscheiden. Wenngleich ich eher pro Impfen mich selber sehen würde, aber wenn Sportler das nicht wollen, dann ist das absolut zu akzeptieren und auch nicht von irgendjemandem denen vorzuschreiben, was sie tun zu haben. Ja, auf jeden Fall. Und sie wird sich's gut überlegt haben, weil du sagst, es steht ja viel auf dem Spiel, wo sie nicht starten kann. Und auch Dominik Thiem als Sportler ist man mit seinem Körper ganz eng. Und da wird man sich natürlich überlegt haben, was man persönlich genau, der macht. Dominik hat sich ja dann letztlich auch geimpft für die Australian Open. Die Franziska hat jetzt die Entscheidung getroffen. Okay, sie auch hat auch geschrieben, aktuell, entschuldige. Also vielleicht wird sie das noch überdenken. Vielleicht wird sie es auch überdenken und sagen, im Hinblick Olympia werde ich mich doch impfen lassen. Möglicherweise, weiß ich nicht. Ja. Vielleicht hat sie auch Gründe gesundheitlicher Natur, warum sie nicht impfen lassen will. Das wissen wir alles nicht. Genau. Deswegen finde ich es wahnsinnig gemein, wie da über den Leuten der Stab gebrochen wird. Ich habe zufällig am Tag, nachdem dieses große Thema mit Dominik passiert ist, habe ich den Dennis Novak beim Spazierengehen mit dem Hund getroffen. Wir wohnen relativ nah beisammen und wir haben kurz drüber gesprochen. Das ist ein Wahnsinn. Also ich meine, jetzt jeder hat seinen eigenen Plan, wie er das macht. Und der Dominik ist dann in der Öffentlichkeit plötzlich als Impfverweigerer dargestanden, was der Dominik überhaupt nicht war. Ja. War ja also, auch gar nicht sein Wortlaut. Ja, also absurd, was dieses Corona und die Impfdiskussion für Blüten treibt, aber warum sollte gerade der Sport davon verschont bleiben? Ja, dann schauen wir noch kurz zum Sportlichen. Petra Vlhová war ja die Dominatorin jetzt in Levi, ist jetzt Rekordsiegerin, was die Slaloms betrifft in Levi. Jetzt ist sie in Killington mit Mika Schifrin. Dort ist sie natürlich der, sag ich mal, Local Hero. Die zwei matchen sich. Kathi Linsberger im ersten Rennen, Slalomrennen, ein bisschen hinten nach. Aber wie schätzt du sie ein? Wie wird sich das noch entwickeln, dieser Kampf in die Top 3? Ich durfte ja schon in einer Steilhang-Sendung heuer zu Gast sein und habe gesagt, die Kathi Linsberger ist für mich wahrscheinlich sogar noch eine Spur besser als alle anderen.
und habe gesagt, wir dürfen aber gleichzeitig nicht so viel Druck machen. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie die Sendung gesehen hat und sich gedacht hat, Jösters, der Wahnsinnige erwartet sich jetzt so viel von mir. Ich glaube, dass sie den schnellsten Schwung fahren kann. Ja? Das ist natürlich jetzt eine wagemutige Äußerung, wenn man das im Vergleich zu einer Mika Schifrin stellt. Aber ich finde sie noch moderner. Ich finde sie im Beschleunigen aus den kleinen, kurzen Kurven und Schwüngen raus noch dynamischer. Ob sie das erst in diesem Rennen umsetzen wird können, weiß ich nicht. Ich würde es ja sehr wünschen. Das erste Rennen war gut oder die ersten zwei Rennen waren gut, aber noch nicht ganz gut. Ich glaube, dass sie es drauf hat. Ja? Ob sie es umsetzt und an zwei echten Superstars wie Vlhová und Schifrin vorbeikommt, ja, das traue ich mir nicht zu behaupten. Aber ich glaube, dass ihr, und das ist auch keine große Prophezeiung, die zu Zukunft gehören wird. Ja? Auf jeden Fall. Wir sind gespannt auf jeden Fall, was den Ski-Speed-Herren gelingt in Lake Louise und auch den Damen in Killington. Und es gibt noch einen Saisonstart an diesem Wochenende, und zwar die Biathleten. Lisa Hauser hat uns mit ihrer WM-Medaille natürlich, mit ihrer Goldmedaille muss man sagen, wirklich tolle Momente beschert. Und was sie von der heurigen Saison nach diesem Wintermärchen erwartet, da hören wir mal rein. Sehr tolle Saison steht wieder vor der Tür. Ich sage, Gesamtweltcup letztes Jahr war ich richtig happy mit dem 6. Platz und ich möchte im Gesamtweltcup heuer wieder eine gute Platzierung erreichen. Aber das ist aber abhängig, ob man gesundheitlich gut durchkommt, und man muss halt wirklich konstant gute Rennen laufen. Also zwei Stationen auslassen, das ist der Leitster schon fast nicht mehr, dass man eine gute Platzierung erreichen kann. Und von dem her ist es aber schwierig, vorher schon zu sagen, wie es der Gesamtweltcup ausschaut. Aber auch mit Olympia natürlich ist ein großes Highlight vor der Tür. Ich war schon zweimal dabei und jetzt das dritte Mal dann. Also von dem her ist es eine richtig coole Sache. Ich bin gespannt drauf, wie die ganzen Umgebenheiten da sind, weil keiner von uns noch drüben war. Aber wir sind da fast 3 Wochen drüben, also da muss man sich halt irgendwie sonst ein bisschen heimelig machen. Und ja, also prinzipiell sage ich einmal, ich habe jetzt schon so viele tolle Erfolge in den Einzelrennen feiern dürfen. Ich habe letztes Jahr echt tolle Podiumsplatzierungen machen können. Und ich sage mal, eine Podiumsplatzierung geben wir noch ab, das ist die Damenstaffel, damit ich mit Simon Eder auch wieder gleich auffahren kann. Das ist so ein bisschen ein interner Kampf. Und ich sage, in der Damenstaffel möchte man heuer sicher mal eine richtig gute Platzierung machen. Sehr sympathisch, Lisa Hauser, was sie uns da erzählt, ihre Erwartungen für die kommende Saison. Sie hat ja eine Traumsaison im letzten Winter zurückgelegt und was ihr heuer gelingt. Wir sind gespannt, was auf jeden Fall schwierig wird. Das Medieninteresse ist jetzt richtig groß rund um sie. Natürlich ist sie jetzt auch die Gejagte bei den Rennen, nicht der Geheimtipp. Was macht das aus bei einem Sportler? Ich meine, du warst jahrelang bei Rennen dabei. Wenn da plötzlich alle Kameras auf jemanden gerichtet sind, verhält man sich da anders? Oder? Ja und nein. Ich glaube, dass sie das schon letztes Jahr abbekommen hat. Weil letztes Jahr ist sie wirklich sehr steil bergauf gegangen und sie hat wirklich das auch immer wieder bewiesen, was sie kann. Deswegen glaube ich, dass sie damit kein großes Problem haben wird. Was schon neu für sie ist, die hat jetzt einmal einen Sommer dazwischen gehabt. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber im Sommer fahrt man runter, im Sommer lässt man das ganze Revue passieren. Plötzlich wird sie wahrscheinlich auch bekannter gewesen sein und wird dort öfters vielleicht einmal Autogramme schreiben haben müssen und ist auch im Sommer von Interesse medial gewesen. Das ist sicher was. Wie schnell fahrt sie erst wieder hoch auf dieses Programm? Ja? Was haben sich die Gegnerinnen auch vielleicht von ihr abschauen können? Das kommt auch sehr oft dazu. Das kennt man aus dem Skispringen oft sehr gut. Da ist einer überragend eine Saison. Dann ist er sehr genau analysiert worden. Gab es vielleicht ein, zwei kleine Änderungen beim Material und dann plötzlich sind die anderen wieder dran. Also hoffen wir, dass das alles nicht zutrifft und die Lisa uns wieder so viel Freude bereiten kann, dass sie es drauf hat, wissen wir, das ist klar. Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Dominik Landertinger war zum Interview bei Krone TV. Via Skype haben wir ihn zugeschalten. Mein Kollege Martin Krasl hat ihn einmal gefragt, wie es denn so bei den Männern ausschaut im Biathlon. Er ist ja der ehemalige und erfolgreichste österreichische Biathlet Dominik Landertinger. Und wir schauen einmal so seine Prognose für die heurige Saison. Gerade im Herrenbereich sagen wir, ist der Nachwuchs bei uns nicht ganz so gut wie im Damenbereich. Das muss man ganz ehrlich, glaube ich, auch ansprechen. Somit müssen wir natürlich auf unsere alten Eisen wirklich aufbauen. Und ich war jetzt gerade am Wochenende bei den Qualifikationsrennen in Obertilliach, wo alle Biathleten am Start waren.
Und ja, gerade unser routiniertester Athlet, der Simon Eder, hat sich da sehr gut wieder präsentiert. Seine Schussleistung, glaube ich, schließt ganz genau an dem an, was er letztes Jahr gebracht hat. Und läuferisch, glaube ich, ist er auch wieder auf dem Level. Also wenn er, wenn da dann alles zusammenpasst und er läuferisch sich vielleicht noch ein bisschen in eine Form kommt, dann ist bei ihm sicher wieder alles möglich und sehr, sehr gute Leistungen möglich. Das Gleiche, würde ich sagen, gilt für den Leitner Felix, der was da sich sicher auch sehr gut entwickelt, und für den Julian Eberhardt. Ich hoffe auch natürlich, dass der Komatz David wieder an die Leistungen anschließen kann, und das, glaube ich, schaut auch ganz gut aus. Und dann haben wir da eh schon wieder vier Leute, die gute Leistungen abrufen können und im Gesamten noch in einer Staffel was bewegen können. Ne? Ja, Dominik Landertinger im Interview mit meinem Kollegen Martin Grasl. Das ganze Interview gibt es natürlich für Sie noch zum Nachschauen auf krone.at. Lohnt sich mal reinzuschauen. Ja, und Stefan Kraft hat uns am letzten Wochenende, wenn wir jetzt zum Skispringen wechseln, richtig überrascht. Er hat das 100. Podest erobert, kann man sagen, mit dem dritten Platz. Und das Wochenende hat ja gar nicht gut für ihn begonnen. Er hat ja beim ersten Springen nicht mal die Qualifikation geschafft. Also das war glaube ich, ein Höhenflug. Ja. Genau, also das 100. Podest, damit hat uns natürlich nicht überrascht. Wir haben gewusst, wir wären vielleicht sogar von 101 Podestplätzen ausgegangen. Mich hat überrascht, ich habe es auch dann nicht gesehen, ich war da gerade verplant und habe dann nachgelesen und habe gedacht, oh, Stefan Kraft nicht, wie ist denn das passiert? Ja. Aber auch da darf man sich, wie gesagt, nicht so viel Sorgen machen. Man kennt das beim Skispringen, da sind die Windbedingungen oft unberechenbar. Da kann es schon mal sein, dass ein Superstar nicht ins Finale kommt. Umso spannender ist ja auch jedes Jahr eine Vier-Schanzentournee, weil man in vier Bewerben konstant gut sein muss. Ja. Und wenn man auch nur bei einem Pech hat, kann man nicht die Vier-Schanzentournee gewinnen. Stefan Kraft, 100. Podestplatz, ja unglaublich. Der ist 28 Jahre alt, der jung, der Kerl, und hat schon so viel erreicht. Also wir kennen das aus dem Skispringen, dass man schon sehr jung, sehr erfolgreich werden kann. Und ja, also Hut ab. Man kann nur stolz sein, dass man so einen Sportler im Land hat, der so viel erreicht hat. Ja, und wenn wir da ein bisschen in die Statistik blicken, heißt das, dass er bei jedem dritten Weltcup am Podest gestanden ist. Und was er selbst zu dieser Statistik sagt, das verrät er uns jetzt. Ja, klingt gut. Wenn man bei jedem dritten Start, wo man dabei war, am Podium gestanden ist, klingt das auf jeden Fall gut. Das war mir noch gar nicht so bewusst. Und ja, schwer zum sagen, wie sowas geht. Das muss einfach alles zusammenpassen. Jedes Putzelstein muss einfach zusammenpassen. Auch von der Familie bis zum Training, bis zum die Trainer, bis zu meinem Hintergrund, bis zu meinem Coach. Und es muss einfach alles zusammenpassen. Ich muss mich wohlfühlen. Ich muss der Stefan sein können. Und es macht mir irrsinnig viel Spaß, das Ganze noch. Und deswegen habe ich auch kein Problem, wenn ich mich im Sommer oder in der Vorbereitung oft schind. Ja, oft einmal, wie es mir der Körper letzte Zeit gesagt hat, oft ein bisschen zu viel scheint. Jetzt bin ich doch in einem Alter, wo ich schon mehr auf die Regeneration schauen muss, ist leider so. Aber ich glaube, das habe ich jetzt einmal teilweise so gut im Griff. Und ja, ich glaube, Spaß, Motivation und ein sehr, sehr gutes Umfeld, dann kann sowas passieren. Ja, Stichwort Konstanz, also das ist bei Stefan Kraft wirklich ganz toll. Finde ich lustig, mit 28 Jahren sagt er jetzt, ist er in einem Alter, wo er für die Regeneration schon länger braucht. Ja, ich sage schon wieder ja und nein. Man muss ein bisschen schauen, wie früh man beginnt mit dem Leistungssport und dem Profisport. Ja. Wenn man jetzt einen Abfahrer hernimmt, da wissen wir, die fangen zwar auch recht früh an, aber die können bis ins höhere Sportleralter, sagen wir sogar bis 38, 39, 40 im Schnitt noch ganz gut mitfahren und sehr erfolgreich sein. Bei den Skispringern erleben wir das ganz selten. Also jetzt wirst du mit dem Noriaki Kasei dann wahrscheinlich an den Kopf werfen. Der ist aber ein Irrer, der ist eine Ausnahme. Ja, so einen hat es davor noch nicht gegeben und wird es wahrscheinlich auch lange nicht mehr geben. Bei den Skispringern ist das schon ein Alter, wo man mitunter aufhört. Ja? Oder nur mehr ein, zwei Jahre hat. Das haben wir immer wieder erlebt. Also ein Thomas Morgenstern, ich weiß nicht, wie jung der noch war, wie der schon aufgehört hat. Aber ich nehme an, der war noch keine 30, wenn ich mich nicht sehr täusche. Also das kann dann schon früher kommen. Ja?
Was beim Skispringen auch oft der Fall ist, wie viele Stürze hast du auf deiner Kappe sozusagen. Ja? Wenn wir den Skispringer jetzt entmenschlichen und wir einen Formel-1-Boliden betrachten, umso öfters der Stürze oder Crashes hatte, umso schneller wirst du alt, unter Anführungszeichen. Also erleben wir auch immer wieder, wenn Skispringer schwere Stürze hatten. Der Stefan Kraft, kann ich mich Gott sei Dank an nicht viele erinnern, hat wenige Stürze gehabt. Umso mehr du hast, umso schneller läuft deine Uhr auch ab, weil das im Geist wahnsinnig schwierig ist, schwere Stürze zu verarbeiten. Ja, also. Ja. So viel zum Alter von Stefan Kraft. Es klingt natürlich komisch. Ist man komisch, schon älter, ja, im Skisprung-Business. Mit 28 bist du nicht mehr der Jüngste. Ja. Auf jeden Fall sehr sympathisch ist er, unser Stefan Kraft. Macht immer Spaß, ihm bei einem Interview auch zuzuhören, was er da so erzählt. Ja, für die Skispringer geht es im finnischen Ruka weiter an diesem Wochenende. Und einen Saisonstart haben wir auch, nämlich bei den Skispringerinnen. Die sind im russischen Nischni Tagil zu Gast. Da waren ja die Skispringer am letzten Wochenende. Und die Damen reisen jetzt an, beziehungsweise starten an diesem Wochenende mit Sarah Marita Kramer. Die hat ja die Bewerbe letztes Jahr gewinnen können. Wir sind gespannt, was den Ladies gelingt und wünschen natürlich alles Gute und drücken die Daumen. Ja, wir bleiben bei den nordischen Sportlerinnen und Sportlern, nämlich die Kombinierer und Langläufer haben auch einen Saisonstart, also ein spannendes Wochenende steht bevor und darunter auch Theresa Stadlober. Sie wird im Langlauf uns wieder hoffentlich viele tolle Momente bringen. Wie schätzt du sie ein, wie geht es ihr in dieser Saison? Ja, ich glaube gut. Ja. Also die Vorbereitung von ihr möchte ich mir gar nicht vorstellen, weil sich auf so etwas vorzubereiten ist, wahrscheinlich das ist schon so wahnsinnig kräftezehrend wie die einzelnen Bewerber. Also ich glaube, Theresa Stadlober wird wieder sehr, sehr viel schöne Meldungen für uns liefern, wird uns sehr, sehr viele schöne Momente bescheren. Eine Sportart, also vor allen Sportlern, da kann man immer nur den Hut ziehen, unfassbar, was die da leisten. Ja. Und Theresa Stadlober sowieso, die hat diese Sportart im Damenbereich bei uns überhaupt erst so richtig modern gemacht. Und uns in die Köpfe gerufen und deswegen ist sie da ohnehin schon eine Ikone in den jungen Jahren als Athletin. Ja, wie viel sie dem Sport so unterordnen muss, das hat sie uns im Sommer bei einem Interview verraten. Ja, ich glaube, dass man in jedem Sport sehr viel, auf sehr viel verzichten muss oder unterordnen muss. Es ist halt nicht ein Job von 8 bis 4, sondern das ist richtig 7-24 und da gehört halt vieles auch dazu, so wie das Schlafen, die Ernährung. Ich kann jetzt nicht jedes Wochenende voll feiern gehen oder habe halt auch nur gewisse freie Tage oder gewisse freie Wochen, wo ich dann auch mal auf Urlaub fahren kann. Also es ist schon sehr viel vorgegeben und eingetaktet. Aber das sehe ich jetzt nicht so als Verzicht, sondern weil es mir ja Spaß macht. Und ich habe ja meine Ziele. Ich verfolge die Ziele halt sehr ehrgeizig und darum ist das für mich jetzt nicht so das Problem. Ja, Theresa Stadlober, tolles Interview von ihr, auf jeden Fall, das da im Sommer gelaufen ist. 1800 Meter Seehöhe, da ist das Rennen in Peking, Olympia. Mhm. Sie hat erstmals Höhentraining in ihren Trainingsalltag mit eingebracht. Alles läuft auf eine Olympiamedaille hinaus. Na klar, also in so Sportarten, wo du nicht jede Woche im absoluten Fokus im Rampenlicht stehst, dann, das kennen wir im Winter wie im Sommersport, sind die Olympischen Spiele alle 4 Jahre halt einfach das Highlight. Da musst du da sein und das ist dann auch oft grausam, wenn du in so einem Rennen mal auslässt, dann hast du dir eigentlich dein 4-Jahres-Ziel irgendwie etwas vermasselt. Ja. Bei der Theresa ist es nicht ganz so extrem, die hat auch ihre Weltmeisterschaften, die steht immer ein bisschen öfter im Blickpunkt als so manche andere, aber dennoch ist ganz klar für sie Olympische Spiele, das ist wichtig. Es wird ein sehr spannender Sportwinter, dass sich's rausbringt. Die Olympiade im Februar in Peking ist natürlich für alle Sportlerinnen das große Ziel und auch wahrscheinlich für Johannes Lampater. 20 Jahre jung, der Kombinierer Aufsteiger des Jahres geworden bei der Lotteriensporthilfe Gala. Ein sympathischer Kerl. Im Übrigen, ja, also ein unglaubliches letztes Jahr. Vor 2 Wochen ist er 20 geworden, der Doppel-Weltmeister, der Junge. Genau. Heuer wird das richtig interessant, wie er sich da wieder präsentiert, oder? Wird spannend. Also ich glaube, vor der vorigen Saison haben den die wenigsten gekannt noch. Ja? Und und heuer ist schon ein Olympia-Jahr. Also da muss man auch sagen, da trennt sich dann auch oft die Spreu vom Weizen, die ganz großen Superstars werden, sahnen oft schon bei den ersten Olympischen Spielen ab. Ja?
bin ich gespannt, wie es ihm gehen wird. Es gibt auch andere Superstars, die Olympia immer dann quasi noch als weißen Fleck auf ihrer Landkarte haben und das am Schluss abgrasen müssen. Aber das wäre für ihn schon sehr spannend, wenn ich jetzt denke an Athleten wie ein Morgenstern zum Beispiel, der ist ganz groß aufgestiegen und gleich mit Olympia, dann hat er eingeschlagen mit Doppelgold. Das würde ich ihm auch wünschen. Also sehr, sehr spannend. Schauen wir es uns an. Er muss erst einmal in der Saison davor beweisen und der Beweis stellen, dass heuer auch so wieder so gut läuft. Auch bei ihm eben eine Sportart, die sehr, sehr vom Flow abhängig ist, wie man so sagt. Das heißt, du brauchst eine gute Form und dazu auch noch im Kopf diesen Klick-Effekt, dass du immer ganz vorne sein kannst. Und das kann man oft nicht trainieren. Das muss stattfinden, das muss da sein. Dazu muss auch einiges aufgehen mal zu Beginn und das wünschen wir ihm natürlich. Das Timing ist auf jeden Fall perfekt. Er sagt selber, er ist so motiviert wie noch nie für die Kombi. Also würde man ihm wünschen, dass er vor Olympia dann natürlich auch das alles erreicht und dann, wenn es drauf ankommt, am Tag X uns vielleicht eine Medaille beschert. Ja, Johannes Lampater, 20 Jahre jung, vor zwei Wochen hat er Geburtstag, einer der Topstars, was die Kombi betrifft. Und wir hatten auch zum Abschluss der Sendung, müssen wir Ihnen unbedingt zeigen, ganz tolle Freestyle-Bewerbe am Stubaier Gletscher. Und zwar der Freestyle-Weltcup war da am vergangenen Wochenende zu Gast. Und da schauen wir mal rein. Vom Stubaier Gletscher, die wir da bekommen haben, da hat die Sonne gescheint. Das war wirklich ein ganz toller Weltcup bei den Freestylern mit einem tollen Schweizer Sieger Andri Raghetli. Und ja, die Österreicher, die waren stark beim Big Air-Bewerb in der Schweiz in Chur mit Matthäus Swantscher. Aber ich würde sagen, die Saison hat erst begonnen. Da ist noch jede Menge möglich für den nächsten ÖSV-Sieg. Ja, vor allem, was ich mir immer denke, wenn ich die Bilder sehe, ich glaube, ich würde im Spital landen, auch wenn ich es nur einmal probiere. Wir lassen also, es lieber aus. Das lassen wir lieber aus. Bob fahren vielleicht, aber auch nicht echt, vielleicht mit so einem Kinderbob irgendwo runter. Das ist das schon das Maximum. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, Max Maderlik, für deinen Besuch im Studio. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Und wir, meine lieben Zuschauer, freuen uns auf ein spannendes Wochenende. Nicht nur mit Ski Alpin, sondern auch mit den Biathleten, Kombinierern, Langläufern und Skispringerinnen. Also jede Menge Sport gibt es da am Freitag, Samstag und Sonntag. Und ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten zu Steilhang, dem Ski Austria Magazin auf KRONE TV. Boom, boom, boom.